Ja, schönen guten Abend an das Publikum. Heute zum, sechsten Denkalarm von Günter Lierschow. Ursprünglich war vorgesehen Achim Lipp, der ist leider am Wochenende erkrankt, kann nicht kommen. Und deshalb hat der Günter umgeschwenkt auf ein Thema, das er in letzter Zeit verfolgt hat und was wir alle mehr oder weniger verfolgt haben, und zwar die Kampagne Kultur kann. Er hat in der laufenden Kampagne Position bezogen, die kontroversiell aufgenommen worden ist, und dieses erklärend noch einmal Revue passieren zu lassen und seine Argumente zu hören, ist das Thema des heutigen Abends. Wir dürfen auch Herrn Michael Schörner begrüßen, der dann eine Vorstellung macht und dann auch eine allfällige Diskussion moderiert. Dann gebe ich das Wort weiter an Herrn Schörner. Danke. Bravo. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich den Günter Lierschow, Künstler, Kunstkritiker, Kunsterzieher. Er hat an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert, bei Basan Brock und Josef Beuys. Hat dann eine freie Kunstschule gegründet, an der er selber Dozent war. War dann viele Jahre im Berlinum in Schwarz Kunsterzieher und hat etliche Ausstellungen gemacht, kuratiert, selber gemacht. Und heute geht es um eine Erregung zum Thema Kultur kann. Und genau, der Günther, Erregung. Eine Erregung, es ja. Ist im wahrsten Sinne des Wortes ja. Eine Erregung zum Thema, was kann Kultur, was kann Kunst. Und der Günther Lierschow wird reagieren auf die Initiative der Battle Group for Art, und ich darf dem Günther jetzt das Wort übergeben. Okay. Wir machen das jetzt ganz improvisiert. Wir haben hier projiziert den Titel Kultur kann. Das, was wichtig dazu ist, da ist vorher ein Hashtag. Sie sehen es jetzt, wer es hört nur, das ist dieses Doppelkreuz, das kommt aus dem Internet heraus, und schon alleine, wenn man einfach nur mal den Titel anschaut und auch das Titelbild anschaut, wenn uns dieser, uns ist ja dieses Kultur kann nur über diesen Titel begegnet. Wir haben im Leo-Kino, in den Kinos ist es 1,5 Monate, glaube ich, geschalten worden, ein kurzes Video mit dem Michael Haupt, und da ist wohl sein Name genannt worden, aber hauptsächlich ist dieses Logo, war das Einzige, was wir gewusst haben. Wir wissen auch nicht, wenn wir das sehen, wer das ist im Hintergrund, da müssen wir schon genauer hinschauen, aber das ist einmal das Logo. Das heißt, was heißt das, wenn jemand damit beginnt, mit einem Hashtag vor einem Titel? Was ist der Hashtag? Wenn wir das verstehen wollen, das müssen wir zuerst einmal uns anschauen, wenn das so prägnant ist. Der Hashtag ist entwickelt worden auf Twitter, nämlich dafür, dass wir wie in der Bibliothek einen Suchbegriff haben. Das heißt, das ist ein Suchbegriff. Wenn den jemand eingibt, dann ist es nicht mehr sein Begriff, sondern dann wird alles, jeder, der das unter dem Hashtag einlegt oder etwas abgibt, das wird unter diesem Hashtag abgelegt. Damit ist aber klar, dass das nicht mehr eine Frage einer Gruppe ist, einer Person, eines individuellen Künstlers, sondern es hat eine Allgemeinheit wie Wikipedia, wie ein Eintrag in Wikipedia. Das heißt, das ist mal wichtig zu sagen, wenn ich vorne ein Hashtag-Zeichen habe, dann weise ich darauf hin, dass es mehr ist als meine Gruppe, sondern es ist etwas Allgemeines, was hat einen allgemeinen Wert und wird allgemein unter dem abgerufen. Das heißt, wenn im Internet der berühmteste war Aufschrei, Hashtag Aufschrei oder MeToo, danach, aber das heißt, dass es Aufschrei heißt, da sind alle Formen von sexuellem Missbrauch dann in diesem Aufschrei reingeschrieben worden. Und da konnte jeder das reinschreiben, ob das berechtigt war oder nicht, ist da reingeschrieben worden. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man vorher einen Hashtag macht, dann heißt es, das hat der Allgemeinheit wie ein
ja, wie ein Wikipedia-Eintrag, das ist sozusagen ein Suchbegriff. Ganz wichtig, weil diese, dahinter versteckt sich die Battle Group of Art. Die sagen das ganz stolz, sie haben ja jetzt auch geschrieben, ich darf das gar nicht verwenden, ihr Logo, dürft ihr jetzt hier gar nicht verwenden. Aber die wissen nicht, was sie da sagen eigentlich, wie sie sich benennen. Weil in dem letzten Brief, den sie mir geschrieben haben, haben sie das so dargestellt, ich habe ihnen gesagt, ich habe sie angesprochen als Sturmkampftruppe. Und dann haben sie mir geschrieben, ich würde böse Worte verwenden. Und würde damit Wording, haben sie das genannt, auch wieder ein englisches Wort, so wie Battlegroup, mit ich würde ein böses Wording machen und würde sie jetzt so abwerten. Aber Battlegroup heißt Sturmkampftruppe, heißt Söldnergruppe. Battlegroup ist etwas, was im Vietnamkrieg, was in Afghanistan und in Syrien eingesetzt wird. Und jetzt hat sich eine Kulturinitiative, so ganz geile Leute, so, die sagen, ja, wir sind jetzt die Supertypen, wir gehen jetzt nach vorne und wir kämpfen jetzt für die Künste und nennen uns Battle Group of Art. Nur haben sie gesagt, das muss einer geschrieben haben, die anderen haben es aber vergessen, dass es das heißt, weil wenn man es ihnen übersetzt, nachher beschimpft man sie. Okay, jetzt das Zweite. Ich bin ja sozusagen so wie Sie als Publikum einfach drauf gestoßen und haben mir gedacht, Moment mal, was heißt es, Kultur kann? Und bei mir haben alle Alarmglocken gleich geläutet. Ich habe etwas, weil bei mir die Alarmglocken alle geläutet haben, ich habe da heftig reagiert und habe gesagt, das ist wohl der größte Blödsinn, den ihr euch einfallen lassen kann. Frau Erhard von der Künstlerschaft, der habe ich das geschrieben und den Initiativen, die mit Kunst zu tun haben. Weil etwas ganz Eigenartiges aufgetreten ist. Die haben Videos gemacht, die sind auch zu sehen, die kann man sehen. Und eine ist zum Beispiel im Leo-Kino gezeigt worden. Und in diesen Videos kommt einmal das Wort Kunst vor, bei einigen. Das Gleiche nennen andere Kultur. Und so ist es immer eine Wechselseite, dass man sagt, entweder Kultur oder Kunst. Und da ist bei mir als Künstler als erstens einmal schon Leuten auch als nächstes alle Alarmglocken. Erstens einmal mit dem Kultur kann und dann, dass es so verwendet wird, die einen reden dann von Kunst innerhalb der Aktion, die anderen reden von Kultur. Tauschst du aber das Wort bei dem Michael Haupt bei diesem Video aus, dass er Kunst sagen würde, dann wäre das viel besser, wie wenn er Kultur sagt, dann würde man sagen, ja, ist vielleicht keine gute Kunst, aber auf jeden Fall ja, individuell seine Art von Kunst. Das Erste, was ich kritisiere, ist dieses Synonymverwenden von Kultur und Kunst. Ich werde darauf nur genauer eingehen und das ist, ich bin inzwischen draufgekommen, dass meine Allergie dem gegenüber sehr, sehr berechtigt ist, weil sie eigentlich den Zeitgeist trifft. Das werde ich später versuchen zu erklären. Aber das Erste ist einmal, was heißt Kultur kann, ist ja ein Passivum, ein Aktivum drinnen. Gell? Das heißt, etwas Kultur kann, ja, das klingt ja optimistisch. Wir wollen auftreten als irgendjemand, der jetzt optimistisch ist. Wir sind Initiativen, die etwas können, die etwas bewirken können vielleicht und so weiter. Ist der Kulturbegriff ein aktiver Begriff, ist die Frage. Wenn wir uns jetzt die Theorien dazu anschauen, dann wissen wir, dass der Kulturbegriff ein irrsinnig schwer zu fassender Begriff ist. Und ganz, ganz sicher nicht, wenn wir jetzt mal anschauen, Essenskultur, Gesprächskultur, wo das Wort Kultur verwendet wird und wo es zum Ansatz kommt, dann ist es ja eher immer etwas, wo wir sagen, das ist etwas Kollektives, etwas Allgemeines. Da ist der Einzelne nicht aktiv drinnen, sondern eher passiv. Das heißt, Kulturtheoretiker versuchen herauszufinden, welche Strukturen in der Gesellschaft uns bestimmen können und das nennen sie dann Kultur. Die Sprachkultur, eine der großen Fragen, die jetzt kulturtheoretisch auf ist, Linguistic Turn, das heißt die Frage oder Culture Turn auch, Fragen, wie sich sozusagen Kultur verändert, aber das sind nicht Dinge, wo es die ein Verein oder eine Person bestimmen
Kultur bestimmt auch nicht eine Person, sondern Kultur ist irgendetwas, was uns gemeinsam ist, was man dann auch anschaut. Der Kunstbegriff ist aber etwas völlig anderes, weil die Kunst hat sich seit der Renaissance vom Kulturbegriff abgesetzt und hat deutlich gemacht, dass Künstler immer gegen Kultur gearbeitet haben. Immer. Das heißt, sie haben immer müssen sich absetzen gegen das, was Tradition ist, was das Kollektiv ist, um einen individuellen, eine eigenständige Sicht der Welt darzustellen. Und seit der Renaissance, seit Leonardo und seit Dürer, hat der Künstler sich selbst als einen dargestellt, der die Welt begreifen kann, der die Welt beschreiben kann. Deswegen ist der Kunstbegriff ein völlig anderer wie der Kulturbegriff. Und es ist für mich absolut ärgerlich, wenn Kunstinstitutionen den verwenden synonym, so als würde das eine und das wie das andere sein. Mein Vorwurf dabei ist, man zerstört damit die Kunst. Aber, und jetzt wird es ganz interessant, es ist für die Leute, die jetzt zum Beispiel in der Künstlerschaft das machen oder auch in der Taxisgalerie, wenn die das Synonym verwenden, dann entspricht das schon irgendwo einem Zeitgeist. Wir haben nämlich heute eine Kunst, die leider nur mehr Kultur geworden ist. Vor ungefähr 15 Jahren war es noch so, dass die moderne Kunst etwas war, was in Frage gestellt worden ist. Wo man gesagt hat, nein, das geht so nicht, man kann nicht so Häuser bauen mit ebenen Dächern und man muss schon in der Tradition bauen. Aber heute ist das alles selbstverständlich. Die Kunst ist zu Kultur geworden. Wenn man heute sich Ausstellungen in Innsbruck zum Beispiel anschaut, dann erlebt man, dass es keine Kunst mehr gibt, aber irrsinnig viel Kultur. Wenn die Künstlerschaft stellt Leute aus, die sind Abgänger von Hochschulen. Diese Abgänger von Hochschulen haben gelernt, was Konzeptkunst ist, was wir in den 70er Jahren entwickelt haben und führen uns das jetzt vor, als wären sie vor 30 Jahren, hätten sie vor 30 Jahren das gerade neu erfunden, nur ist das Ganze etwas nur mehr eben Kultur geworden. Das heißt, es ist der allgemeine Konvention und man sieht nur mehr allgemeine Kulturkonvention. Aus der Musik wissen wir das ja, wie Sie das wissen, wie du das weißt, dass in der Musik das ähnlich ist. An Musikhochschulen wird Jazz gelernt, so wie man klassische Musik lernt. Das heißt, es werden die Riffs rauf und runter geübt und deswegen Abgänger aus den Jazzhochschulen, die spielen das so, als wäre es nicht Jazz, sondern die spielen das nur als Kultur mehr. Und Jazz ist wohl eine Kultur, aber wie die entstanden ist und wie die jedes Mal neu entsteht, ist sie natürlich immer gegen was gerichtet und nie sozusagen nur aus dem hervorgegangen. Erstens, Kultur ist nicht Kunst. Und Kunst ist überhaupt nicht Kultur, sondern der Kulturbegriff ist einer meines Erachtens, der immer, den wenn man ihn beschreibt und dann, okay. Und jetzt ist die zweite Sache, wenn jemand öffentlich von Kultur redet und er meint 30, 40, 50, 60, 70 Vereine, ist das völlig berechtigt in einer Weise. Natürlich sind 70 Vereine sind berechtigt, ihre Forderungen zu stellen, aber dann sollen die stellen, was sie sind. Das heißt, dass sie alternative Kultur sind, dass sie Off-Theater sind und so weiter und nicht den allgemeinen, einen allgemeinen Kulturbegriff belegen, weil wir ja als Menschen, wenn ich jetzt heute ins Kino gehe und ich sehe an so einen Hashtag Kultur kann, dann habe ich doch den Eindruck, ich kriege zu den Fragen, die mich heute als Mensch beschäftigen, irgendwie eine Antwort, auch wenn es eine blöde ist oder eine falsche oder was, aber irgendwie kriege ich was, ich kriege wenigstens einmal vorgestellt, dass die merken, wo wir leben. Und wir leben heute in Zeiten, wo natürlich Kulturfragen Riesenfragen sind. Wir leben in einem Kulturclash drinnen, natürlich in etwas, wo es nicht so einfach ist, dass die europäisch-liberale Gesellschaft so erhalten bleiben kann und so erhalten bleibt. Wir erleben, dass die von allen möglichen Religionen immer wieder in Frage gestellt wird und nicht nur, weil jemand religiös ist, sondern weil er meint, es ist eine politische Auffassung. Das heißt, wir haben eigentlich Kulturfragen, die sehr brennend sind. Und da würde ich gerne, wenn jemand von Kultur redet, über sowas was sagen. Das ist jetzt ganz allgemein gefasst. Das heißt, ich würde gerne da was hören dazu. Ich höre dazu gar nicht. In dem Zusammenhang hören wir gar nichts dazu. Es werden Politiker gefragt, ein Politiker wird gefragt, was er unter Kultur versteht.
da ist eigentlich von vornherein sind die Verhältnisse falsch. Wenn ich als Kulturinitiative ein Politiker fragt, was Kultur ist, dann muss irgendwas, da stimmt irgendwas nicht, weil ich mache ja das als Initiative. Ich habe ja Auffassung, ich sage, da müsst ihr eigentlich sagen, wir oder ich mache das und das und das. Das hat einen Sinn. Da kommen so und so viele Leute, da ist so und so viel Publikum, dafür möchte ich gerne eine Förderung haben. Wenn man den Politiker fragt, so wie die das gemacht haben, alle Politiker, alle Parteien durch, was sie von Kunst verstehen, nachher plappern die einen allgemeinen Sermon rauf und runter, schauen im Wikipedia nach irgendwas nach, was ihnen gerade passt. Und es sind nur Blasen. Als ich das vorgestellt habe, dass ich das machen will, hat Kulturkan reagiert und mir einen Brief geschrieben und mir dazu eine wahnsinnig tolle Seite geschrieben, wo ich mal nachlesen soll, was Kultur ist. Und haben gesagt, wir haben die gleiche Auffassung, Kultur wäre pluralistisch. Sie verstehen die Kultur als pluralistisch. Das erste Zitat, das drinnen ist, war von Dirk Becker. Und Dirk Becker hat da drinnen gesagt, in dem Text, den Sie mir geben, damit ich das verstehe. Der Dirk Becker hat gesagt, nur wenn man Kultur differenziert und genau nennt, was damit gemeint ist, kann man überhaupt über Kultur reden. Und ich weiß, wie Dirk Becker denkt, weil ich seine Texte kenne. Ist es natürlich so, das ist jetzt vielleicht ein nächster Punkt, der zum Kulturbegriff gehört. Der Kulturbegriff wird ähnlich wie ein Moralbegriff meistens verwendet. Das heißt, der Moralbegriff wird so verwendet, wenn jemand sagt, etwas ist moralisch, das oder jenes ist moralisch, dann sagt er unausgesprochen immer, etwas anderes ist nicht moralisch. Das heißt, es wird immer zwischen positiv und negativ, gut und schlecht unterschieden. Bei der Kultur auch. Wenn jemand sagt, wie eine Gruppe auftritt, dann sagen sie immer, das, was sie machen, ist Kultur. Das andere ist dann nicht Kultur oder andere Kult oder irgendetwas. Auf jeden Fall grenzen sie sich negativ davon ab. Und das hat etwas Ähnliches wie eine moralische Auffassung. Gut. Schauen wir nochmal nach, was Sie da an den Punkten. Ja, entscheidend vielleicht ist, dass diese Frage dieses Auftreten von dem Kultur kann etwas sehr Symptomatisches ist und vielleicht weit über das hinausgeht, was die als Gruppen sind, weil es wirklich zeigt, dass wir heute in einer Situation sind, wo nicht mehr nach Kunst gefragt wird. Wenn in der Daxis-Galerie eine neue Direktorin ist und wir schauen uns die jetzige Ausstellung von ihr an, dann ist das ganz gleich. Wir sehen dann nur Kultur. Wir sehen dann nur einen Standard, einen wunderbaren Standard. Da kann sie vor allen Kuratoren kann sie sagen, ja, die Kuratoren sagen, na gut, ausgesucht, ja, es ist auch eine große österreichische Künstlerin drinnen, es sind eine internationale, es ist eine Fotografie, es ist ein Video. Es ist eigentlich sozusagen eine kuratorische Vorstellung, nur das Thema ist nicht behandelt oder nur nebensächlich behandelt. Ich meine, Liebe ist eines der größten Dramen, die wir auf der Welt haben, wenn man nur die Theaterstücke anschauen dazu, die es gibt, was da sich um Liebe alles darstellt. Da ist nichts davon da. Es ist nur das abgehandelt, was man halt im Moment so abhandeln kann. Kein Wagnis, nichts da. Von Kunst null. Und wenn wir uns die Künstlerschaft anschauen, ist es regelmäßig so, dass es null ist. Null Interesse, Menschen interessiert es überhaupt nicht, nur die eigenen Leute. Das ist sozusagen eine Vorzeugung ihrer eigenen Klientel, aber geht nichts darüber hinaus. Und von daher ist es gar nicht so verkehrt, dass die Kultur sagen, dass die von Kultur reden und nicht von Kunst, weil es ist nichts anderes im Moment. Nur, das kann, stimmt natürlich nicht. Das stimmt überhaupt nicht, weil der Kulturbegriff ist an sich einer, der ganz schwer zu finden ist. Eigentlich ist die Frage ja heute, wie hält unsere westliche Gesellschaft, die liberale Gesellschaft zusammen? Das ist eine der größten Kulturfragen, die wir heute haben. Sloterdijk hat es gerade wieder mal gesagt, eigentlich müsste der nächste Nobelpreis dem gegeben werden, der uns da weiterhilft. Wieso hält unsere liberale Gesellschaft zusammen? Weil wir meinen ja immer noch, wenn wir nicht so eine Autorität haben wie den Politiker, den wir fragen, was verstehen Sie unter Kultur? Dass man so eine Autorität braucht. Wir meinen immer, man braucht nur so eine Autorität. Aber eigentlich läuft unsere Welt so differenziert und so
Und trotzdem hält sie zusammen, obwohl es so aussieht, als hätte jeder einen anderen Weg gehen. Das ist ja irrsinnig interessant. Das wären irrsinnig interessante Kulturfragen. Davon hört man da aber dann null. Treten aber als Battlegroup auf, als Kampftruppe, die dann, wenn es darum geht, darüber zu reden, sich in die Büsche geschlagen haben. Und ja, ganz kurz noch vielleicht, das ist der allgemeine Kulturbegriff oder der Kunstbegriff ist ja natürlich nicht nur in den Galerien im Ausstellungswesen, sondern auch in den kommerziellen Galerien ähnlich. Wenn wir uns auch die kommerziellen Galerien anschauen, dann ist das halt inzwischen eine Kapitalkultur geworden. Wenn man beim Thomann anschaut, die Ausstellungen oder nach Wien ausstellt, was er ausstellt, dann siehst du jedem Objekt an, den Immobilienpreis, wo das ausgestellt wird. Das heißt, die Galeristen sagen ja auch den Leuten, du musst es in Fliesen machen, musst es größer machen, weil dann kriegen wir Sammler, die es kaufen. Das heißt, der Sammler, wir wissen das heute ganz genau, dass der Kunstmarkt derjenige ist, der der meiste Geldmarkt ist. Ihr habt ja vielleicht das mitverfolgt, dass der letzte Leonardo, ein Bild, von dem man gar nicht weiß, ob das der Leonardo ist, bei Sotheby verkauft worden, nicht bei der bei der Versteigerung klassischer Kunst. Leonardo ist bei der Moderne versteigert worden. Und warum? Weil bei der klassischen Kunst, das hat der Wolfgang Ulrich genau rausgearbeitet, bei der klassischen Kunst hätte er vielleicht 200.000, 300.000 gemacht und da hat er 30 Millionen gemacht. Ja, ich weiß die Summe jetzt nicht, glaube, es sind vielleicht so aus 60, auf jeden Fall eine Riesensumme. Da hat er das gemacht. Weil die moderne Kunst im Moment so ist, dass dort die reichen Leute sagen, da können wir wirklich was tun. Da wird wirklich dann deutlich, dass die Kultur kann. Sagen. Die Kultur kann ich machen mit meinem Geld. Das ist ja faszinierend, dass es ganz viele Kunst gibt, die eigentlich dadaistische Kunst sind. Sagen wir mal wieder Erwin Wurmer oder so. Das heißt, das sind Kunstwerke, die nur dadurch, dass jemand sagt, wenn ich die kaufe, dann kriegen die einen Wert. Der Käufer ist sozusagen derjenige, der den Wert bestimmt. Und das darf gar nicht irgendetwas sein, was an sich selber wertvoll ist. Das muss Nonsens sein. Weil nur wenn es Nonsens ist, kann der wirklich sagen, ich habe das bewertet. Der hat es nicht gekriegt, der andere hat es nicht gekriegt. Ich habe es gekriegt. Und das ist heute so der Fall. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Beispiel mit dem Leonardo, was das für ein spektakulärer Bereich ist. Das heißt, auch in der Kunst, in der kommerziellen Kunst, ist es nur mehr Wirtschaftskultur geworden. Insofern ist das gar nicht so falsch auf der anderen Seite mit dem Kultur kann, weil es wirklich das Ausdruck, was heute der Fall ist. Mit Kunst haben wir es nicht zu tun, wir haben es weitgehend mit einem Wirtschaftskulturbegriff zu tun, der alles kann und der alles beherrscht. Und wenn man aber jetzt weitergeht, der Frage der Kultur, nicht jetzt so von allgemeinen Fragen wie Kulturclash und ob islamische Kultur hierher gehört oder nicht, das wären auch Fragen. Aber wenn man jetzt sozusagen in Tirol sowas aufstellt, dann gibt es ganz viele Fragen, die uns interessieren würden. Wir haben es nie ein Museum für moderne Kunst gekriegt, ist eine Kulturfrage. Wir haben eine Universität, die in den Geisteswissenschaften nicht fähig ist, wirklich Leute zu berufen, die was wert sind. Da sind wohl ab und zu interessante Leute da, aber da traut sich von den Herrschaften keiner jemanden berufen, ich sage mal, der wirklich eine große Kapazität ist. Seit Jahrzehnten ist es so. Die Professoren wollen Zwerge und wollen weiterhin Zwerge haben. Die trauen sich nicht jemanden berufen und da deswegen ist, und das macht Kultur aus in einem Land. Das wäre, die Museen ist, dann haben wir eine Direktion, die alle Museen zusammengefasst wurden, das ist eine kulturpolitische Katastrophe. Darüber würde ich gerne mal was hören, dass da ein Direktor ist und dass die nicht untereinander konkurrieren und dass wir deswegen nur schlechtere Ausstellungspolitik haben wie davor. Und. Ob man das Landestheater anschaut, das ja auch ein Provinztheater ist und so weiter. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Kulturszenen, die ja auch da vertreten werden, davon die wirklich interessanteste Arbeiten machen. Weil ich bin überzeugt, wenn man
nachzählen würde, das Publikum privater Kulturveranstaltungen, also der öffentlicher, offener, außerhalb der großgesponserten, würde man auf große Zahlen kommen. Das heißt, es würde schon interessant sein, einmal zu zählen, was bei uns heute nicht so, aber bei Westbahntheater, ich gehe da regelmäßig hin, oder oft Theater, wie viele Leute da sind und wie viel die ein Publikum zustande kriegen. Und die leisten sehr große Arbeit, weil, wenn man sich anschaut, es ist halt ein Tanzsommer gegeben in Tirol. Dieser Tanzsommer ist weg von einem aufs andere Jahr und es ist so, als wäre gar nichts passiert. Das heißt, der heißt ja umgekehrt, der war auch gar nichts. Ich meine, wenn das was gewesen wäre und die Leute aufgeklärt hätten, die Leute jetzt ein Interesse haben, hätten die aufgeschrien wie sonst was. Das heißt, das ist wahnsinnig viel Geld, es werden wahnsinnig viel Geld in die Events reingeschossen, aber nicht gefragt, ob die sinnvoll eingesetzt werden. Das heißt, bei der Frage der Kultur, da halten wir schon sehr viel, was uns hier interessieren würde. Und nicht nur Gequase und Luftblasen und Politiker, die gefragt werden, was verstehen sie unter Kultur, und dann schauen sie bei Wikipedia irgendwas was nach. Und was vielleicht nur als letzter Punkt ist, und damit habe ich es, als letzter Punkt ist, die Argumentation, die hier auch in den Texten, die in Kultur kann, immer wieder drinnen stehen, ist die, Irene Heiß hat das auch so formuliert, und die ist ganz interessant, die sagt, wie sagt sie, Kultur ist ein Grundnahrungsmittel. Das ist so eine populäre Art, über Kultur zu reden, dass Kultur ein Grundnahrungsmittel ist. Kultur, gehen wir dem einmal nach. Es hat einer das gemacht, der hat das gesagt, ja, ist Kulturnahrungsmittel. Wissen Sie, wer das war? Mao Zedong. Mao Zedong hat gesagt, Kultur ist ein Grundnahrungsmittel. Das heißt, die Kleidung ist Kultur. Dann erfindet man eine Kleidung, die für alle wunderbar ist, hat den Mauer-Anzug erfunden. Ist eine wunderbare Kleidung. Wenn der Designer gewesen wäre, der hätte einen total tollen Erfolg gehabt. Aber indem er sagt, das ist die Kleidung, ist eine Katastrophe. Das heißt, wenn man hergeht, so argumentiert, dann würde man das ja immer normieren müssen. Man muss ja dann das normieren, was Kultur ist, was so zu den Grundnahrungsmitteln. Man kann es ja nicht einmal bei den Grundnahrungsstoffen oder so sagen, was ist denn ein Grundnahrungsstoff? Das heißt, da kommen Bereiche dazu, Luxus oder Geschmacksformen und so weiter. Das ist ja, das kann man nicht normieren in der Weise. Der Spruch Kunst oder Kultur ist ein Grundnahrungsmittel. Das verwenden immer nur Leute, die von Politikern dafür Geld haben wollen. Weil sie dem sozusagen zwingen wollen, wir müssen gezwungenermaßen etwas kriegen, weil das ist ja auch wie ein Recht. Und letztlich steckt die Idee eines sozialistischen Staates dahinter, der die Leute alle versorgt und der ihnen sozusagen auch, der dann die Kultur finanziert. Es ist ja die andere Seite, dass die Kulturfrage, die Kulturfinanzierung, so wie hier das der Fall ist beim Charlie, der wahnsinnig viel Eigeninitiative reinsetzt zu dem, wo er sozusagen sein Geld verdient sonst. Ja, Herr Kopfe. Aber dass da ganz viel eingesetzt wird und das auch gar nicht anders geht, meines Erachtens. Und dadurch natürlich gute Sachen rauskommen, dass die Leute mehr einsetzen als die von Vereinen dafür für alles bezahlt werden. Er macht viel mehr wie die ganze Künstlerschaft. Danke sehr. So, jetzt bist du dran. Ja. Ja, Günther, danke. Ich bin jetzt eingeladen zu moderieren und appellierendes Publikum Beiträge zu geben. Ja, natürlich, das Thema ist unheimlich interessant, wie es der Günther eigentlich schon besprochen hat oder ausgeführt hat. Und ich würde so sagen, eigentlich, man müsste es anders formulieren und natürlich auch ohne Hashtag, weil das also Blödsinn ist. Ne? Hermann, darf ich dich bitten, dass du dich vorher vorstellst? Achso, ja, ich bin Hermann Graber, Aktionist, Künstler oder eigentlich ein Mensch. Nicht? Also das ist, glaube ich, das zentrale Thema, das ja der Künstler verfolgt. Nicht? Und im Unterschied, ich hätte es Kultur könnte,
wenn sie wollte, weil die Politik und eigentlich ja, die Politik und die Geldgeber, wie es der Günther beschrieben hat, verhindern eigentlich Kultur und Kunst trotz der hohen Subventionen und so weiter, weil Kunst ist ja eigentlich nicht nur ein Lebensmittel, sondern ein Überlebensmittel. Also wenn wir uns nicht wirklich bewusst werden, dass wir jetzt unbedingt Kultur und Kunst brauchen, gerade hier in Europa, weil wir geben uns ja geschlagen vor den Amerikanern und den ganzen Wahnsinnigen und auch, muss ich gleich dazu sagen, auch technisch, vom Silicon Valley. Ich würde das nämlich abzäunen und zur Psychiatrie, und zwar zur geschlossenen, erklären, weil die machen uns eigentlich langsam verrückt. Nicht? Kunst ist ja wirklich etwas, was mit Schaffen und Neuschaffen zu tun hat. Da ist man dann natürlich sofort weiter. Wir haben in Tirol, weil wir uns ja hier natürlich in Innsbruck und in Tirol befinden, nie etwas von Aufklärung gehört. Ich habe das jetzt einmal im ORF einmal gesagt, also ist sogar gesendet worden, was mich sehr gewundert hat, dass der Krebs schon in dem Land die katholische Kirche ist. Also die praktisch Religion, wenn wir von Religion überhaupt noch reden wollen. Nicht? Also Franz Marc, glaube ich, hat gesagt, Kunst ist die neue Kirche. Nicht? Das war natürlich klassische, moderne etc. Nicht? Wir haben, ähnlich wie es der Heidegger formuliert hat, wir haben eigentlich schon vergessen, dass wir vergessen haben. Also wir müssten uns unserer menschlichen Substanz bewusst werden, die letztendlich dann in den religiösen Bereich wie Kunst eigentlich immer hineinstoßen muss, weil sonst ist es eigentlich auch keine Kunst, dann ist es Gebrauchskunst. Design, das ist in Ordnung, Charlie, du weißt, wir sind einer Meinung, aber natürlich der wirkliche Kern der Kunst ist wirklich die Bewusstseinsveränderung. Also wir müssen uns wahrscheinlich auf eine Mutation vorbereiten, sonst geht da gar nichts mehr. Sonst geht die Welt wahrscheinlich unter, nicht? Also es schaut nicht gut aus, obwohl ich bin hoffnungsfroh, jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht oder der Blütenstaub, obwohl das auch in die Augen jetzt wehtut, nicht? Aber man weiß, die Welt existiert, wir sind da. Also das wäre, glaube ich, das, was an Fragen zu stellen wäre, auch, was Kultur ist, was Kunst ist, nicht? Und das findet natürlich nicht statt, weil das ja natürlich vom System nicht gewollt wird. Also wenn man sich vorstellt, die will die Ballfrade jetzt nicht persönlich angreifen, aber die hat weder von Kultur noch von Kunst Ahnung. Nicht? Weil, und das spürt man aber teilweise in Künstlerkreisen, die wissen gar nicht, wo Literatur, wo wirklich die Zentralthemen sind. Nicht? Also wenn ich mir Marcel Proust oder wen ich immer hernehme. Nicht? Und da muss man aber wieder dann das Zentrale raussaugen, nicht wie eine Biene den Nektar. Nicht? Und dann sind wir dann letztendlich bei Nektar und Ambrosia. Ne? Also dann sind wir eigentlich gerettet sogar, glaube ich. Wenn man wirklich Kultur und vielleicht noch entscheidender, die Kunst ist ja nicht ein Produkt der Kultur, sondern die Kultur ist ein Produkt der Kunst. Nicht? Und die Politiker verwehen, am Mozart hört man heute noch nicht. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nicht? Also die Kulturleistungen, die dann natürlich in Kunst auch wieder münden und vice versa, das sind die wesentlichen Sachen. Danke. Hermann, danke. Jetzt ist mir noch was eingefallen, das der Günther eigentlich nicht erwähnt hat. Stichwort Kultur kann. Der Günther hat differenziert zwischen Kultur und Kunst und kritisiert, dass diese Wörter ständig ausgetauscht werden in dieser Initiative Kultur kann. Mir ist eingefallen, wenn man sagt, Kultur kann, von welcher Kultur redet man? Man muss ja das Wort Kultur ausdifferenzieren. Es gibt ja verschiedene Kulturen. Welche Kultur kann was? Und jetzt will der Hermann noch einen kurzen Einwand zu dem geben. In der klassischen Moderne ist das klar beantwortet. Also der Piet Mondrian hat das ganz klar gehabt. Es kann nur mehr eine Weltkultur geben. Nicht? Also der wirklich weltumspannend ist, also am Mondrian, den verstehen sie in Japan, ich schätze sogar in Afrika, und die Bilder sind ja immer ähnlich. Nicht? Seit Altamira hat sich eigentlich auch nichts, da spannt sich ein Bogen über die ganze Erde drüber. Nicht? Also, und das bleibt. Also es geht jetzt um Weltkunst und Weltkultur. Also der ja diese Trennungen auflöst, die Religionen hervorrufen, nicht? Obwohl ja gerade
Katholizismus, Judentum, die Moslems stammen ja alle aus derselben Wurzel und das ist der abrahamitische Grundgedanke, nicht? Oder daher stammt es. Und das ist ja überholt, das ist 2000 Jahre her bei den Moslems später. Man müsste jetzt endlich einmal ganz was Neues erfinden. Nicht? Oder nicht erfinden, es ist eigentlich immer da gewesen. Nicht? Die Heretiker, Mystiker und etc. Nicht? Es ist ja bereits die Rede gewesen nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums vom Ende der Kulturen, mittlerweile ein Buchklassiker. Nur mittlerweile schaut die Sache ein bisschen anders aus. Zumindest jetzt ist wieder die Rede von zwei Kulturen, die sich einander bekriegen, die westliche Kultur und alles, was halt dagegen kämpft. Also welche Kultur, von welcher Kultur wir reden, ist sicher auch wichtig. Darf ich an das Publikum noch einmal appellieren, da Beiträge abzugeben? Der Gastgeber. Und es war schon sehr interessant, dass so viele Reaktionen gekommen sind, eben von Seiten der Battle Group, dass sie das so scheinbar angegriffen hat, was der Günther an Statements gebracht hat. Natürlich war die Kritik hauptsächlich eine Kritik an der Wortwahl gegenüber den Personen und weniger am Thema. Thematisch ist eigentlich gar nichts aufgegriffen worden oder nicht viel in der Kritik. Ja, das ist ja immer das Problem. Natürlich, man wirft dann jemanden vor, der emotional ist, dass er sagt, so ein Blödsinn. Ja. Oder der, wie ich gesagt habe, zu den Fragen der Politiker habe ich gesagt, wer dumme Fragen stellt, kriegt blöde Antworten. Und wenn man die Fragen durchgeht, dann sind sie auch wirklich dumm. Und die Antworten sind auch wirklich blöd. Das meine, man kann es natürlich anders besser formulieren. Man könnte natürlich sagen, ja, wer ungeschickte Fragen stellt, der kriegt halt dann nicht sehr tiefgehende Antworten oder so. Aber ich bin ein emotionaler Mensch und sage das oft einmal so ganz, ganz grob. Aber es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass und darauf kann man immer hängen bleiben, dass man nicht die richtige Wortwahl gefunden hat. Und natürlich habe ich die angegangen und habe gesagt, dass ihr Beruf, das, weil sie davon leben, ihnen auch ihr Denken verdunkelt hat, darüber nachzudenken. Weil wenn man nur davon subventioniert, wenn man nur subventioniert wird, dann denkt man ja auch in der Richtung und denkt auch nicht, dass es vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten geben könnte. Na, es ist ja provokant von dir angegangen gewesen, aber ich denke mal, wenn es in diesem Thema nicht mehr möglich sein sollte, das provokant auch zu thematisieren, was dann, wo dann, als wir im Thema Kunst und Kultur. Eben wie du sagst, die Battle Group, der Name war mir auch immer ein Rätsel, Kampfgruppe. Es wird sehr viel geachtet auf Wording, auf genderkonforme Ausdrucksweisen heutzutage und allem, aber dass sich eine Gruppe, die für Kunst und für Kultur offensichtlich sich sehr verantwortlich fühlt, sich ein militärisches Wording gibt, ist schon ein bisschen seltsam. Vielleicht ist es bewusst, aber vielleicht aber auch einfach zu wenig. Es klingt einfach wahnsinnig, so wie der Abt ist einfach cool. Ja. Es sind ja nur solche Ebenen, die ja so eine Dekorationsform sind. Es ist einfach cool, sowas zu sagen. Ja. Wenn man sie aber höchstwahrscheinlich provokant, jetzt provokant, aber das ist ja das, was man dir aber dann auch vorwirft. So wie wenn man sich Camouflagehosen anzieht und sagt, man, ich schaue ja schon cool aus, oder einen Prophetenbart wachsen lässt, weil die Terroristen haben auch einen Prophetenbart. Ja. Das heißt, das sind ja die Botschaften, wie man im Moment vorgeht. Und man kann auch sagen, das ist ein Widerspruch, wenn diese Gruppe sich Battle Group for Art nennt, weil was könnte denn der Feind der Kultur sein? Der Feind der Kultur ist die Unkultur und diese Initiative könnte suggerieren, dass die Unkultur die Politik ist, die immer weniger Geld übrig hat für die Kunst. Und auf der anderen Seite befreundet man sich da mit der Politik, indem man sie erst recht auffordert, mehr Geld auszuspucken. Das heißt, gegen wen geht der Kampf überhaupt?
Ja, das ist einfach die Geschichte. Man muss einmal einfach das ganz deutlich wissen, und das haben viele Theoretiker uns rausgearbeitet, Forster zum Beispiel rausgearbeitet, dass wenn man so einen Begriff wie die Moral verwendet, Moral und Kultur, dass da immer jemand sich ausgrenzt und jemand anderer ausgegrenzt wird. Das ist ein soziologisches Phänomen, das untersucht worden ist, systemtheoretisch, bis in die kleinsten Zellen hinein. Das wissen wir heute. Wir wissen heute, dass wenn jemand von Kultur redet, dass er immer im Hintergrund hat, das nicht auszudrücken, was er meint, um jemanden anderen auszugrenzen. Und das ist ja interessant, die sprechen da in großen Blöcken über demokratische Kultur, Diskussionskultur, verweigern sich aber dieser Diskussion, weil sie es nie können, weil sie nie drüber nachgedacht haben. Versteht, man verwendet nur den Kulturbegriff, weil man ihn braucht, um Subventionen zu kriegen, weil der über den Töpfen auch oben drüber steht. Aber drüber nachdenken, wenn einer jetzt drüber nachdenkt, wie ich, der mich jahrzehntelang mit dem auseinandergesetzt hat, und dann sagt, Moment einmal, wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir jetzt hier in Afghanistan oder wo? Dann auf einmal ducken sie sich weg und ist keiner da und hat keiner Zeit und sagt, ich würde ja eh nur bösartige Worte verwenden. Das Gegenteil von Kultur ist Unkultur, oder man könnte sagen, Kulturbanausen sind die Gegner von Kultur. Nur, da muss man eigentlich dazu sagen, die haben genauso eine Kultur. Es gibt niemanden, der in keiner Kultur existiert. Genau. Kann nicht in einem kulturfreien Raum leben. Aber Günther, jetzt fällt mir noch eine Frage ein, weil du hast ja das so... Aber weil die Kultur ist passiv, das ist das Interessante. Die Kultur ist passiv. Das ist ja genau das, was über Kant und Hegel herausgefunden. Kant hat herausgefunden, dass wer heute denkt, der muss darüber nachdenken, welche Strukturen gibt es, die unser Denken bestimmen. Und in der Soziologie hat man dann weiter herausgefunden, welche Strukturen, soziale Strukturen gibt es, die unser Zusammenleben bestimmen. Nicht, weil wir böse Menschen sind oder weil wir eine falsche Religion haben oder sonst etwas, sondern weil wir Strukturen, die wir gar nicht kennen. Das ist die Aufgabe. Das heißt, und die neueste Form ist die Systemtheorie, die versucht, über Systeme oder Strukturen zu erkennen, die unser Leben bestimmen. Und das ist Kultur und das ist eine irrsinnig wichtige Arbeit. Aber das ist nicht irgendetwas, was irgendjemand macht oder so. Man kann es pflegen, wie ein Kulturverein, der sagt, wir kochen zusammen oder wir machen Musik oder wir malen zusammen oder machen Therapien oder weiß ich was. Man kann es pflegen. Deswegen heißt es ja Kultur pflegen. Gell? Aber machen ist die große Frage, wer die macht. Man kriegt da offenbar nur Fragmente seiner eigenen Kultur mit. Genau. Unbewusst, Kultur passiert unbewusst. Das heißt, wenn man jemandem dann die Frage stellt, was ist Kultur, in welcher Kultur lebst du, dann kann die Person das gar nicht zufriedenstellend beantworten. Genau. Aber jetzt ist mir noch was anderes eingefallen. Entschuldigung, dann kommt der Charlie wieder dran. Du hast ja öfter betont, es existiert die Kultur, wir leben in einer Kultur, was ja gar nicht abzustreiten ist, aber es passiert schon länger keine Kunst mehr. Jetzt habe ich eine Frage an dich, du hast ja das Glück gehabt, vor doch einigen Jahren schon bei Bass und Brock zu studieren und sogar Josef Beuys, der große Josef Beuys, also einer der Götter der Konzeptkunst. Und jetzt wollte ich dich fragen, ja, was müsste denn passieren, dass wieder Kunst passiert heutzutage? Wie soll denn so eine Kunst überhaupt ausschauen? Die gibt es doch, es gibt ganz viel Kunst. Es gibt wahnsinnig viel Kunst, der macht ja auch gute Kunst. Der Graber. Verstehst? Es kommt nicht darauf an, es gibt unheimlich viele Menschen, die wahnsinnig viel auf sich nehmen, um das aufrechtzuerhalten. Die sozusagen alles tun, die gehen Kellner machen, alles, keine Subventionen, gar nichts, die machen ihre Sachen, schreiben oder machen Filme und alles mögliche. Es gibt wahnsinnig viel. Aber die Subvention kann doch nicht das Kriterium sein, dass man was als Kunst bezeichnet. Aber es gibt in den Kuratorenbereich, gell, da gibt es nicht die Tradition mehr von Leuten, die einen Instinkt dafür haben, das Ungewöhnliche zu suchen. Die haben nicht den Instinkt, dass der Graber ein guter Künstler wäre und dass man den sozusagen mal darstellen müsste, dass man da mal ausgraben. Wenn man bei dem in sein Haus geht und die Sachen anschaut, das ist ein einziges Kunstwerk, wie der lebt. Der Graber ist ein lebendes Kunstwerk. Das heißt, aber es gibt keine Menschen, die sowas erkennen. Die kennen nur Netzwerke, die kennen nur, ich muss das in der und in der Richtung machen. Wie heißt die Direktorin? Thomas Selli? Thomas?
Damasoni, ja, die neue Direktorin. Das ist ein richtig so ein typisches Produkt der Schulen, der Universitäten, der Ausbildungen. Die hat den ganzen Standard drauf und runter, aber was sie nicht gelernt hat, was sie nicht gelernt hat und was sie nicht, einen Instinkt zu haben, einen Mut zu haben. Wir haben schon eine in Innsbruck, haben wir, die unseren Mut hat, die einen Kunstraum macht. Die jetzt nicht mehr so, aber am Anfang, wie die angefangen hat, die hat immer einen Mut, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? In Schwarz war sie. Karin, ja. Die Karin. Die hat diese Einzige, die sich traut, was ungewöhnlich, oder die immer traut, was Ungewöhnlicheres zu machen. Ein bisschen schräge Sachen. Jetzt gebe ich das Wort an Charlie Walter, übrigens, der vor nicht allzu langer Zeit den Mut gehabt hat, Werke von Hermann Graber auszustellen. Ich weiß nicht, Mut gehört für mich nicht dazu, sondern es ist Interesse in erster Linie. Und mit einer kunsttheoretischen Diskussion kann ich wahrscheinlich nicht viel beitragen, weil ich da nicht ausgebildet bin dazu oder zu wenig weiß. Aber nochmal zurückzukommen auf Kultur kann. Also wenn ich so eine Kampagne sieg und mache, dann ist doch oder war früher doch einmal das Schönste, was passieren kann, dass Reaktionen sind. Irgendwer. Und das geht mir halt irgendwie ab und dabei. Sondern eigentlich, was dabei für mich rausgekommen ist, ist eigentlich nur, dass man Parteien eine Plattform gibt, wo sie ihre wieder nicht sagende Statements loswerden können. Und die publiziert man. Und zwar wieder im Kulturbereich. Also man macht nicht sagende Statements von allen möglichen Politikern plötzlich zur Kultur. Vielleicht sogar zur Kunst von manchmal. Und das ist das, was mich an dem Ganzen eigentlich irritiert hat. Irgendwer. Und wieso ich auch kein Statement dazu abgeben kann. Ich habe am Anfang, hat es geheißen gehabt, wer unterstützt Kultur kann, das macht die Gruppe. DKI ist auch dabei. Ich sage, ich bin Mitglied von der DKI, also unterstütze ich das. Aber wie ich dann die Videos gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, das ist mir alles ein bisschen zu larifari. Entweder kann jemand was Gescheites dazu sagen oder man fängt eine Diskussion an. Oder wenn man zumindest dann die Politiker-Statements hat, dass man über das diskutiert und nicht nur sich einfach irgendwas sagen lässt und das stellt man dann hin. Das ist ja eigentlich ja, wie früher die Belangsendungen der Parteien im Fernsehen. Irgendwas, man geht in einer Plattform und lässt sie unwidersprochen erzählen, was sie davon halten und es ist belanglos. So eine Belangsendung war immer belanglos und so ähnlich, ja, mehr habe ich da nicht ausgesehen irgendwer. Es hat auch von mir die Idee gegeben, vor den Landtagswahlen da drinnen genauso Kultur kann da oben aufzuhängen und den ganzen Raum aber vollzuhängen mit den belanglosen Statements von den Plakaten. Und ich habe ihnen das angeboten und dann hat es geheißen gehabt, nein, so kurz vor die Wahlen, so das war 2,5 Wochen vor die Wahl, werden wir die Leute nicht mehr herbringen. Wo ich gesagt habe, wenn du Politiker irgendwann einmal gemeinsam auf die Bühne bringst, dann ein paar Wochen vor der Wahl, dann 5 Jahre sicher nimmer. Aber da war es gegangen, irgendetwas. Die Plakate da aufholen, Tirol den Tirolern, nur er, der beste Tiroler ist der und der Umweltfighter und so weiter, diese ganzen belanglosen Floskeln, die wir uns anschauen haben müssen lang und so weiter und dann sie da hinsetzen und so weiter und dann schauen, ob sie sich nicht schämen, weil sie es selber machen. Vor dem Ganzen. Aber wenn das dann alles ist oder so irgendetwas, was eine Battlegroup for Art und auch die Tiroler Kulturinstitution, die DKI, vor Wahlen zusammenbringt, als wir den Politikern eine Plattform zu bieten, um ihre Belanglosigkeiten loszuwerden, dann finde ich das einfach zu wenig irgendwer. Und wenn dann eine Reaktion, die einzige scheinbar in ganz Tirol, die darauf reagiert hat, eben der Günther, dann aber nur auf das reduziert wird oder so irgendetwas, dass sich manche auf den Schlips getreten fühlen und nicht mehr darauf eingegangen wird oder sowas, dann finde ich das ein Armutszeugnis von der ganzen. Hallo! Okay, danke, Charlie Walter. Will irgendwer noch zum. Der Hermann hat noch eine Wortmeldung. Also was vielleicht da in dem Zusammenhang interessant ist, Günther hat es ja kurz angeschnitten, also mit unserer Kultur, die liberal und politisch und so weiter ist, der Westen, nimmt man jetzt einmal an,
muss man ja sagen, und was sozusagen der Beweggrund oder der Hintergrund dieser Kultur ist das Geld. Und das Geld ist natürlich, der Tiroler würde sagen, ein Loderzeug. Ne? Also weil das beherrscht inzwischen die ganze Welt durch die ganze Globalisierung etc. Ne? Und wer natürlich die Flüchtlinge, das könnte die Waffenindustrie finanzieren zum Beispiel. Das wäre Kultur, beziehungsweise Kultur, wenn man die Waffenindustrie abschaffen würde. Aber da hat ja niemand da Interesse dran, weil es wahrscheinlich der größte Wirtschaftszweig überhaupt ist. Ne? Und das gehört einmal thematisiert, dass einmal diese ganze Heuchelei, wie es auch der Charlie Walter jetzt angeschnitten hat, in Bezug auf diese Kasperlwahl da in Tirol, nicht? Also die Plakate sind ja an Dummheit nicht mehr zu übertreffen eigentlich, was da passiert ist. Und wenn man sich jetzt die Regierungsmannschaft in Tirol anschaut, na gute Nacht. Nicht? Und die sind natürlich der Hintergrund, die verhindern eigentlich Kultur und Kunst, nicht? Weil sie mit dem ja nichts zu tun haben, weil sie ja eigentlich nur ihre Pfründe weiter halten wollen und bei den Kulturschaffenden teilweise oder die Kulturschaffenden verwalten, das sind einmal, also das ist teilweise die Künstlerschaft, das ist die offiziellen subventionierten Institutionen, die sind natürlich auch nur interessiert, dass das so weitergeht. Und ich glaube, der Sinn von der Veranstaltung ist, dass es eigentlich nicht so weitergehen soll. Nicht? Das wäre mein Statement dazu. Eine sehr bezeichnende Beobachtung haben wir gemacht. Die war in der Ausstellung in der Taxisgalerie, die Lieben heißt. Und das Bezeichnendste war, ich bin dann in die Bibliothek reingegangen. Liegt ja immer Material aus. Dann ist drinnen gelegen, in der Bibliothek, die Gesamtausgabe von Lacans Seminare. Das sind so schwarze Dinger. Ich habe Lacan einmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr studiert und ich kenne mich da sehr gut aus. Die waren alle noch nie gelesen. Die sind drinnen gelesen wie die große Bibel. Gell? Lacan, das Begehren, ist eine seiner Hauptbegriffe. Das heißt, theoretisch kann man bei Lacan schon einiges erfahren, nur die Texte, die da liegen, sind Übersetzungen von Texten, die jemand während dem Seminar mitgeschrieben hat und in der Erinnerung geschrieben hat. Das heißt, wer das lesen will, müsste es in Original in Französisch lesen und dann musst du das Ganze lesen, um ein Bild zu kriegen, und dann musst du noch vielleicht einen Zizek und so weiter lesen, damit du das in halbwegs einen Zusammenhang kriegst, so schwierig ist der Lacan. Aber das ist genau das Typische. Es wird eine irrsinnig hohe Abstraktion, die man aber selber nicht nachgeht, weil die Direktoren hat es sicher nie wirklich durchgelesen. Aber es wird irgendwie hochgehoben. Aber in der eigenen Theorie, die man dann da verbreitet, ist es ein minimaler Teil. Und das ist einfach bezeichnend in der Künstlerschaft gleich. Die reden immer von Theorie oder tun so, als würden sie ganz theoretisch sein, haben aber sich nie mit irgendwas beschäftigt, sonst würden sie nicht so einen Blödsinn machen. Weil das kann nur jemand tun, der absolut naiv ist. Wenn einer mal über Culture Turn was gehört hat oder gehört hat, dass die Universitäten seit den 60er Jahren die Geisteswissenschaften in Kulturtheorien oder Kulturwissenschaften umgeändert haben und dass das eine Riesenveränderung war, dann würde er vorsichtig sein, wenn er sowas in die Welt setzt. Aber die beschäftigen sich, die tun nur hausieren gehen mit allem. Die gehen hausieren auch mit irgendwelchen Themen wie Liebe, aber nicht erfüllen, verstehst? Und jeder hat dann großen Respekt, ja, die Ausstellung mutig über Liebe. Na, ich habe überhaupt nichts Mutiges da drin gesehen, oder? Hast du irgendetwas Mutiges gesehen in dem? Nichts. Da ist nichts da, sozusagen. Es ist erledigt. Die Kultur ist genauso wie die Administration. Es wird eben jetzt erledigt. Administriert, genau. Also gut. Es gibt. Ja, genau. Ja. Ja, es erfüllen einfach. Es ist ja auch nicht unwichtig. Es ist ja nicht unwichtig, dass die Dinge aufrechterhalten bleiben. Schon fertig. Radio. 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 Radio nicht um. Naja, Gott, haben wir es so weit, oder? Ja,
Gut, es gibt einen Sekt. Danke. Ja. Für die Moderation.